So, ihr Lieben, es wird Zeit, erneut eine Jurassic Park Frage zu beantworten. Und ja, im Regelfall mache ich das so, wenn ihr mir eine Frage schickt, schaue ich zuallererst hier rein, in das Jurassic Park Kompendium. Hier habt ihr wirklich alle möglichen Hintergrundinformationen, welche das Studio selber für wissenswert erachtet. Das heißt, ihr werdet hier nicht alle Antworten drin finden, aber doch einige sehr interessante Sachen. Ich habe euch den Link zu dem Kompendium und auch zu dem Jurassic World Kompendium mal unten in die Beschreibung reingesetzt, über einen sogenannten Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn ihr Interesse daran haben solltet und ihr dieses Buch über meinen Link kauft, dann zahlt ihr dadurch keinen Euro mehr, aber ich bekomme eben eine kleine Provision dann dadurch. Wie gesagt, nur wenn ihr Interesse an diesem Buch haben solltet, könntet ihr mich dann damit unterstützen. Ich habe über Instagram die Frage gestellt bekommen, Tobi, sag mal, es gibt doch diese eine Szene in Jurassic Park 1, quasi die Szene, die das gesamte Chaos auslöst. Die Szene, in welcher Dennis Nedry die Sicherheitssysteme im Park abschaltet und Mr. Arnold danach versucht, die ganze Nummer wieder aufzuklären, beziehungsweise wieder alles ins Reine zu bringen. Aber er kommt nicht in Nedrys Computer rein. Stattdessen kommt dann der klassischste Meme der Jurassic-Reihe wahrscheinlich generell. Dieses bekannte, du hast das Zauberwort nicht gesagt, Und dadurch, dass eben niemand das Zauberwort, also das Passwort kennt, hat auch niemand eine Chance, Dennis Nedrys Fehler wieder rückgängig zu machen. Deine Frage ist jetzt gewesen, weiß man, was das Passwort gewesen wäre? Gibt es einen Hinweis darauf, was das Zauberwort ist? Ich habe für euch nachrecherchiert, was denn dahinter stecken könnte und wow, ich kann mich nicht daran erinnern, für ein Video so viel Recherche betreiben zu müssen, um auch nur ansatzweise etwas über das sogenannte Zauberwort herauszufinden. Ich habe mich durch Reddit-Foren gewühlt, was man nicht unbedingt machen sollte. Das war auch eine dumme Idee. Aber ich habe mich auch durch andere Foren gewühlt. Ich habe mich durch die Jurassicpedia-Seiten gewühlt. Ich habe meine Time Machine wieder angeschmissen und Internetseiten von damals aufgerufen, die es heute gar nicht mehr gibt, um irgendwie herauszufinden, was denn das Passwort hätte sein können. Denn die Jurassic-Welt hat hier und da noch kleine Bausteine, die man vielleicht bearbeiten sollte. Aber an sich ist diese ganze Welt doch relativ gut durchdacht. Und was soll ich sagen? Ich bin nach zahlreichen Seitenaufrufen und Verzweiflungen dann irgendwann auf die Lösung gestoßen. Ja, es gibt eine offizielle Antwort, was denn das Zauberwort ist. Ich habe sie für euch rausgefunden und wir quatschen da jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, bevor das Video jetzt losgeht, will ich nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen, nämlich auf das Thema Jurassic World Chaos Theory. Wie ihr wisst, ist heute zum Tag der Veröffentlichung dieses Videos ebenfalls die Animationsserie Jurassic World Chaos Theory gestartet. Aktuell bin ich dann sehr wahrscheinlich dabei, die gesamte Serie jetzt durch zu binge-watchen und ich werde das so handhaben, dass ich mir wirklich eine Episode anschaue und danach direkt ein Video über diese Episode mache. Der Hintergrund dabei ist, dass ich dann eben noch schön mitspekulieren kann, was denn jetzt irgendwie da wirklich passiert. Das heißt, diese ganzen Spekulationen, die dann dadurch verloren gehen würden, wenn ich die Serie am Stück gucken würde, die will ich jetzt hiermit so ein bisschen auffangen. Dementsprechend werde ich da auch ein bisschen Zeit rein investieren müssen, denn das sind, meine ich, 10 oder sogar 12 Episoden, die ich dann jedes Mal wieder pausieren muss, nach Abschluss der Episode und danach eben ein Video darüber zu machen. Wenn ich dann alle Episoden gesehen habe, wird es noch einen spoilerfreien Talk, eine spoilerfreie Review zu der ganzen Geschichte geben. Und dann zum Schluss haben wir noch am 2. Juni unseren großen Spoiler-Talk zu Jurassic World Chaos Theory und zwar zusammen mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr möglicherweise dann jetzt die nächste Woche ein bisschen mit Jurassic-Content zugeflutet werde, denn ich will diese ganzen Episodenbesprechungen logischerweise vor dem Spoiler-Talk hinter mich bringen, was eben dann dazu führen wird, dass ich sämtliche bereits aufgenommenen Reviews zu den Episoden in dem Zeitraum davor veröffentlichen muss. Das bedeutet also demnach vielleicht auch mal am Tag ein oder zwei, wahrscheinlich eher dann zwei Review-Videos plus dann vielleicht auch nochmal so ein separates Video wie jetzt das hier, was eben nichts mehr mit Chaos Theory zu tun hat. Ich hoffe, das wird euch einfach nicht zu viel. Ihr könnt mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch das dann vielleicht ein bisschen stören würde, wenn dann eben so viel Content jetzt reinkommt. Das wäre aber auch jetzt nur hier die kurze Zeit bis zum Spoiler-Talk eben, weil ich den jetzt auch für den 2. Juni angesetzt habe und ich will das ungern verschieben. Wenn ihr allerdings sagt, boah nee Tobi, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel, dann wären das ja zum Teil vielleicht manchmal 3 Videos am Tag, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, dann kann man einfach auch diese Episodenbesprechung in die Länge strecken und was weiß ich, dann kommen eben noch ein paar Episodenbesprechungen nach dem Spoiler-Talk raus. Kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema, das ominöse Zauberwort von Dennis Nedry. Ich habe wirklich versucht,
so schnell es geht, eine Antwort darauf zu finden. Und in der Regel klappt das einigermaßen gut, wenn man sich auf englischsprachigen Seiten herumtummelt, denn da hast du natürlich sehr viel mehr Input zu der ganzen Nummer. Und ich hatte noch nie das Problem gehabt, noch nie so stark wie jetzt hier, eine Antwort auf die Lösung zu finden. Wir haben ja hier auch schon mal über das Thema gesprochen, wen hat Eric denn gemeint, indem er gesagt hat, dass das T-Rex-Urin einen großen Dinosaurier anlockt, nämlich den mit dem Stachel. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du auch gerne mal draufklicken und die ganze Nummer nachholen. Hier kam relativ schnell dabei raus, dass der mit dem Stachel einfach ein Übersetzungsfehler gewesen ist und er im Originalenglischen sagt, der mit dem Segel. Was jetzt hier passiert ist, bei diesem Passwort von Dennis Nedry, dass jede Quelle, die ich herausgefunden habe, hat gemeint, das wäre das offizielle Passwort. Was echt schwierig ist, da du jetzt wirklich, du kannst nicht mal ein Ausschlussverfahren machen. Ich habe dann versucht zu gucken, welche Quelle ist vielleicht seriöser, wer hat noch einen Link mit reingesetzt. Und da gab es auch ein, zwei Sachen, die ich dann im Endeffekt dabei rausschmeißen konnte. Aber am Ende stand ich dann wirklich da mit, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Passwörtern, die ich dann noch einmal hinterfragen musste und eben gucken musste, was macht denn jetzt hiervon am meisten Sinn. Und sehr lange Zeit bin ich bei einem Passwort hängen geblieben, welches in Jurassic Park The Game finden lässt. Und ja, hier ist auch wirklich offiziell bestätigt, dass der Computer, den ich euch jetzt hier gerade mal eingeblendet habe, dass der wirklich der von Dennis Nedry sein soll. Das sollte so ein kleiner Side-Fan-Gag eben werden. Und auf diesem Computer können wir das Passwort sehen, Studry. Studry hat nichts mit Studenten zu tun oder nichts mit Study zu tun. Stud bedeutet so viel wie züchten oder eben die Zucht, was eine Anspielung gewesen wäre auf die Zucht im Jurassic Park selber. Und ja, dieses Passwort hier sollte laut den Entwicklern Telltale von Jurassic Park The Game das Passwort sein, welches Dennis Nedry im Film als das Zauberwort betitelt hat. Allerdings wurde auch ganz klar dazu gesagt, dass das Spiel von vornherein nicht als Kanon angedacht war. Das Gerücht ist ja sehr hartnäckig, dass Jurassic Park The Game einst im Kanon verankert war und dann wieder herausgenommen wurde, aber das ist einfach falsch. Nein, Jurassic Park The Game sollte nie Teil des Kanons werden. Das hat sich natürlich damals sehr gut in die Story mit eingereiht, aber es war niemals im offiziellen Kanon aufgelistet gewesen. Von daher dachte ich mir, okay, ich merke mir einfach mal dieses Passwort, weil das so das nächste ist, was wir eben am offiziellen Kanon haben. Aber ich kann euch hier schon mal verraten, das ist nicht das Passwort, welches wir in Jurassic Park dem Film suchen, also welches im offiziellen Kanon hinterlegt ist. In Reddit selber habe ich dann auch Kommentare gelesen wie, in the books his password is Mr. Goodbytes. Also hier wird sogar ganz klar gesagt, ja, im Buch heißt das Passwort Mr. Goodbytes, welches man eben eingeben muss. Allerdings ist das Buch dann doch ein bisschen anders aufgebaut und ebenfalls anders strukturiert. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Der Buchkanon ist nicht derselbe Kanon wie der in den Filmen. Was nicht unbedingt heißen muss, dass das Passwort jetzt hier in den Filmen abgeändert wurde. Es hätte ja übernommen worden sein können. Aber das war für mich dann ebenfalls ein Punkt, wo ich gesagt habe, das können wir jetzt hier zu dem Passwort Studry rüberlegen. Aber das ist eben noch keine offizielle Antwort, nur weil es im Buch so gewesen ist. Ein anderer Kommentar hat geschrieben, I'm pretty sure it's just please. Also einfach nur das Wort please. Es wird aber auch nicht dazu geschrieben, wie die Person darauf gekommen ist. Beziehungsweise wird eben einfach nur eine Ableitung dazu geschrieben, warum die Person das glaubt. Aber das hat eben nichts mit einer weitgehend nachvollziehbaren Begründung zu tun. Dann gab es eben noch so ein paar Scherzantworten wie, die Antwort ist care. Nach dem Motto, nobody cares. Wisst ihr, so dieser Louis Dodgson-Witz, so mit dem Dodgson, wir haben Dodgson hier. Keine Sau interessiert sich dafür. Das war natürlich auch einfach nur ein Joke gewesen. Und selbst unter Jurassicpedia hat man nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden. Es wurde einfach nur erklärt, wofür eben dieses Passwort da ist und auch wofür dieses Männchen steht, welches, naja, Dennis Nedry repräsentiert, der eben einfach sagt, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Irgendwie habe ich mich dann durch die Recherchen auf eine Seite verleiten lassen, wo es um das Spiel Watch Dogs ging. Und ja, jetzt kommen wir quasi ganz vom Thema ab. Aber tatsächlich ist das hier der Schlüssel zur offiziellen Antwort. Denn das Spiel Watch Dogs, wer von euch das nicht kennt, hat auch sehr viel mit Hacken zu tun. Ihr spielt eine Person, die mit dem Handy nahezu alles aufhacken kann. Und im Spiel Watch Dogs selber gibt es ein sehr interessantes Easter Egg, welches sogar eine Trophäe freischaltet. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt, also ich weiß auch nicht, wie man die Trophäe bekommt. Das könnt ihr aber einfach auch selber nachgoogeln. Die Trophäe an sich nennt sich jedoch White Rabbit. Wenn ihr diese Trophäe freischaltet, hört ihr im Hintergrund einen Sound, der sich sehr stark anhört, wie der Hintergrund bei dem Dennis Nedry AAA. Da ist irgendwie so eine Art von Piepen im Hintergrund, schon fast so eine Melodie. Und diese Melodie ertönt dann ebenfalls auch, wenn ihr
diese Trophäe freischaltet. Und ja, es wurde offiziell bestätigt, dass der White Rabbit ein Easter Egg ist zu dem Hacker Dennis Nedry aus Jurassic Park. Also habe ich mal nach dem Begriff White Rabbit im Zusammenhang mit Jurassic Park gegoogelt und da kamen wirklich sehr interessante Sachen bei raus. Und zwar hat der Sound im Hintergrund tatsächlich einen Namen. Nämlich wird er im offiziellen Jurassic Park Archivfile als Looping MP3 gelistet. Diese Looping MP3-Datei ist eine Anlehnung an einen Song von einer sogenannten Alice DJ. Ich habe von der Frau noch nie irgendwas gehört, habe sie aber einfach auch mal gegoogelt. Das ist wohl eine Sängerin, beziehungsweise wird sogar die gesamte Band so betitelt, allen Anschein nach. Und diese Frau, dieser Name ist der Schlüssel zu dem Passwort, welches wir gebraucht hätten, um die Ereignisse in Jurassic Park zu verhindern. Die Datei, mit welcher Dennis Nedry nämlich eine Art von Virus im System installiert, denn ja, in der offiziellen Jurassic Park Trivia ist diese ganze Datei, mit welcher Dennis Nedry wirklich alle Systeme abschalten konnte, mit nur einem einzigen Knopfdruck, ist hier als ein installierter Virus beschrieben. Was auch erklären würde, warum Nedry mit einem einzigen Knopf alles abschalten kann, das habe ich ja auch schon mal bemängelt, dass das irgendwie relativ wenig Sinn ergibt, gerade so ein Sicherheitssystem mit einem einzigen oder von einer einzigen Person an- und ausschalten lassen zu können. Das war wohl so überhaupt nicht geplant. Nein, Nedry hat nur diese gesamten Systeme miteinander verbunden und dann eben unter dem Dateiname White Rabbit, zumindest eine Abkürzung, die ich dir gerade mal eingeblendet habe, hat er dann sämtliche Systeme herunterfahren können. Also White geschrieben WHTE unterstrich RBT.obj. Diese Datei ist tatsächlich eine Anlehnung an die eben genannte Sängerin Alice DJ. Den Zusammenhang dabei habe ich jetzt nicht herausgefunden, warum man gerade diese Person als eine Referenz für etwas genommen hat. Ich meine, der Soundtrack im Hintergrund von Dennis Nedrys Alert, wollte ich gerade schon sagen, von Dennis Nedrys Figur auf jeden Fall, von seinem Virus, ist ja auch eine Anlehnung an diese Künstlerin. Und ja, ihr merkt schon, worauf das Ganze mehr oder weniger hinausläuft. White Rabbit, das ist so eine Anlehnung an Alice im Wunderland, deswegen ja auch Alice und White Rabbit. Und was wäre dann jetzt hier der Zusammenhang? Was könnte jetzt ein Passwort sein, welches das gesamte System zum Herunterfahren bringt oder was ebenfalls diese Funktion jetzt wieder aufheben kann? Die Datei, die Dennis Nedry also jetzt für seine Aktion benutzt hat, könnte man übersetzt nennen White Rabbit Project. Und tatsächlich, wenn man danach googelt, gibt es das White Rabbit Project tatsächlich im Jurassic-Universum. Und bin dann ebenfalls auf eine Seite gestoßen, die das alles, was ich davor recherchiert hatte, noch einmal belegt hat. Das Ganze wird wirklich als Virus betitelt, welches aber durch einen Sicherheitscode abgeschaltet werden kann. Und wir sind jetzt hier immer noch in der Welt von Alice im Wunderland, was eine riesige Metapher im Endeffekt auch für den Jurassic Park ist und die passt im Endeffekt. Denn auch unsere Helden werden ja erst einmal ins Wunderland geschmissen. Der Jurassic Park ist ja erst einmal faszinierend und toll, bis wir dann eben herausfinden, dass da doch mehr dahinter steckt. Und plötzlich dreht sich dann der Ton ein bisschen um. Sogar wir als Zuschauer werden ja erst einmal in dieses Rabbit Hole reingeschmissen, wenn wir den Film sehen. Und laut diesem Artikel ist genau das Losungswort, welches John Arnold hätte gebraucht, um die Aktion von Dennis Nedry zu verhindern. Rabbit Hole. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, was sagst du zu der ganzen Nummer? Kannst du meiner Spur von Brotkrümen folgen, welche ich hier bei der Recherche so eifrig verfolgt habe? Oder sagst du, nee, Moment mal, du hast da einen kleinen Denkfehler, aber ich glaube tatsächlich, dass wir hiermit schon auf der sicheren Seite sind. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.